Hallo und herzlich willkommen zurück, meine werten Ladies and Gentlemen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück zu Diablo 4. Oh, mir schwindelig. Und der legendären Fürstin Chibiusa. Ja, genau. Heieiei. Hast du dir einen Titel reingehauen? Ja. Und natürlich zur bezaubernden Zauberin Sankuya. Ja, die Namen nenne ich nie, die wissen, wen sie zugucken. Brutzelt. Yes. Nee, bei mir wissen sie es halt eben nicht. Mich kennen die Leute nicht. Noch nicht. Kommt aber noch. Ey, Schlangi, weg da. Okay, okay. Ich bin auch wild am Rum experimentieren, was ich jetzt letztendlich mache. Ja, ich glaube, ich bleib bei der Ulti, die ist cool. Ja, ich meine, so ist das ja auch eigentlich ganz nett. Also alles so im Großen und Ganzen. Aber du nimmst mir immer meine Gegner weg. Mache ich das? Ja, die sterben, bevor ich sie überhaupt meistens hitte. Ach so. Na, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit. Ich brutzel sie einfach alle nieder. Alles wird niedergebrutzelt. Hier oben gibt's Blumen. Die Welt brennt. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ja, mal schauen, mal schauen. Was haben wir denn hier? Und jetzt? Achso, alle Gegner töten. Kein Problem. Kommt mal da rein. Ja, einfach die Wellen. Einfach alles. Wurzel. Brutzel, brutzel. Wenn du in der Mitte bleibst, kommen die auch alle her. Ja, damit du sie schön verbrutzeln kannst. Nee, nee. Nicht? Nee, ich fange die lieber vorher ab. Ich will auch was zu tun haben, so ganz nach dem Motto. Ja, sonst ist das Thema legendäre Barbaren ziemlich langweilig. Brutzel, brutzel. Einfach rumlaufen und brutzeln. Das finde ich schon ganz nett. Geh weg, du Stinker. Giftverzauberer. Brennt. Einfach alle brennen. Yes. Danke. Ich wünschte, ich hätte mehr Hydras irgendwie. Ja, das wäre auch irgendwie lustig, ne? Ja, weil die Hydra macht schon gut Damage. Also jetzt hier für unseren Bereich halt. Ich mag sie. Oh, hingerichtet. Ich finde das cool. Achso, du hast den Perk drauf, ne? Mhm. Ja. Jawohl, gib her hier. Nice. Okay, dann können wir ja gleich weiter unseres Weges. Widerstände, Flammenschild. Ja, braucht man nicht unbedingt, aber können wir mitnehmen. Oh, hier ist mehr Intelligenz drauf. Das finde ich besser. Ja, Mausi braucht Intelligenz. Ja, ja. Danke, das ist sehr lieb von dir. Ich brauche mehr Intelligenz. 260, ja, das ist verbessert. Wie viel Intelligenz hast du? 143. Jetzt hast du mehr Intelligenz als ich. Na gut, wieso? Baba. Das ist wie im WoW mit den Kriegern. Aber ich habe tatsächlich erstaunlich wenig Stärke. Aber das kommt wahrscheinlich erst noch. Ich meine, ich könnte mich jetzt täuschen, ne? Aber nimm mal bitte den Einhandstreif von. Den Zauberstab, meine ich. Okay, das ist deutlich schneller. Ich habe gerade eine Waffe bekommen, ja. Hier ist eine Truhe.
mit deinem Runenband. Das heißt, wir haben noch mehr. Nur Gold. Wie immer. Ja, aber ich finde, jetzt so langsam, aber sicher, im Laufe der Zeit kriegen wir schon viele Gegenstände, ne? Also, gelbe, ja. Ja. Das ist schon not bad. Also eigentlich muss ich nur stehen bleiben, ne? Wenn die zu mir kommen, sind sie dann halt. Oh, Truhe! Wäre schon einige Truhen. Und im Notfall habe ich die Eisrüstung. So ist es geplant. Wo sind wir hier richtig? Ja, irgendwo hier unten. Ah, nächste Stadt. Verflucht. Stadt, Stadt. Dieses übergroße Ungeziefer hat eine weitere Falle zerstört. Er ist Teleporter. Der ganze Wald ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Er will nicht irgendwo hingehen. Mhm. Sehr gut. So, wer bist du denn hier? Hallo. Achso, du hast schon mit dem geredet, hier unten. Nee, noch gar nicht. Ich wollte mal eben kurz ein Druidengebet lauschen. Ahnen, Geister, hört mein Flehen. Das Land. Also musst du auch noch mit Ralstia reden. Und wir brauchen dringend ein baldiges Eingreifen durch eure gütigen Wir führen gleich eine Razzia durch. Unseren geliebten See, unser einst so fruchtbares Land. Okay, die bitten alle noch so einen Segen. Wer bist du hier? Das sieht in Ordnung aus, Ma. Können wir das essen? Was? Ich würde mittlerweile schon alles versuchen. Reinigt es, wie ich es euch gezeigt habe, und ich hänge es auf. Das muss besser sein als dieser stinkende Fisch. Ah ja. Was hat er denn da? Ach, eine Kröte. Ii. Oh Gott, okay. Also Frau Schenkel sollen sehr nahrhaft sein. Keine Ahnung. Also ich hab's noch nie gegessen. Okay, Ritterhauptmann Razzia. Habt ihr eine Dämonen hier vor Bewerb, ne? Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet. Falls ihr das meint. Aha. Ja, sie will die Druiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irrene Fane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglen. Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Ja, der Konfliktfall. Ja, ja, gut. Warum hasst Nefane die Kathedrale? Nefane betrachtet uns als Eindringlinge, die von seinem Land stehlen. Aber wie sollen wir seiner Meinung nach überleben? Wir brauchen Holz zum Bauen, Erz, um unsere Waffen zu schmieden, Wild, um zu essen. Ich glaube, sein Hass auf uns geht auf Donan zurück. Sie waren einst Freunde, aber dann hatten sie ein Zerwürfnis. Okay, was ist denn zwischen den beiden vorgefallen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe den Druiden einmal getroffen. Ich bin durch das Moor geritten, nichts Böses ahnend, als er auftauchte und in der Tiersprache sprach. Mein Pferd hat mich deswegen abgeworfen, hat mir das Bein gebrochen. Seitdem ist es nicht mehr so wie früher. Mich interessiert nicht, was zwischen ihnen geschehen ist. Ich bin nur froh, dass Donan zur Vernunft kam und die Sache mit diesem Rohling beendet hat. Nun gut, okay. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt dann einmal nach da oben. Gut, gut. Was haben wir hier noch? Senek. Ich erinnere mich an die Zeit, als diese Gewässer voller Leben waren. Wir dachten, sie wären unerschöpflich. Vielleicht waren wir zu gierig. Ist das unsere Strafe? Ja, irgendwann ist alles weg. Kommt mir so bekannt vor, wie in unserer Welt, hä? Was ist das hier? Ein Jäger oder? Verdammt. Ich dachte, ihr wärt sauber. Ich werde versuchen, eine Verwendung für euch zu finden. Verderbt oder nicht. Euer Tod soll nicht umsonst gewesen sein.
Ah, hier ist alles verderbt. Die können das nicht essen. Die heutige Jagd wurde gesegnet. Sie wird gut sein. Ich habe heute Morgen den Wolf gesehen, als ich draußen Fallen gelegt habe. Ich habe ihm in die Augen geblickt. Er ist noch nicht verderbt? Ei, das Fell ist noch so weiß wie der Mond. Ich nehme jedes gute Omen, das ich finden kann. Weißer Wolf. Na gut. Und du hier? Hallo? Lasst es, Mary. Ihr wisst nicht, was infiziert wurde. Je leichter unser Wagen, desto schneller können wir diese verlorenen Lande hinter uns lassen. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt. Ich kann nicht so einfach aufbrechen. Wir finden ein neues Zuhause, mein Schatz. Das ist nur ein Ort. Ein Ort, der stirbt und verflucht ist. Okay, also irgendwas geht hier böse ab. Hier geht es um eine Verderbnis. Na gut, okay. Eben sortieren. Ja, passt. Okay. Sein Fell wirkt zwar gesund, doch die Innereien dieses Rehs sind von der Verderbnis der Moore gezeichnet. Mhm. Alles okay? Ja. Huch, hast du mich erschrocken. Hallo, du räudiger Hund. Sieht aber nicht sehr gesund hier aus. Ganz und gar nicht. Dann gehen wir mal hoch. Runenbotschaft einer Warnung wurde auf die Oberfläche gekritzelt. In den Stein wurde eine Nachricht gemeißelt, die alle Reisenden im Wald willkommen heißt, um eins mit der Natur zu werden. Doch sie wurde mit getrocknetem Blut überschrieben. Kathedralenhunde nicht willkommen. Ui. Sachte, mein Freund. Oh, hallo, du hörst zu den Rittern. Ich suche nach deinem Meister Nefain. Kannst du mir dabei helfen? Zeig mir den Weg. Folge dem Wolf, hm? Dann machen wir das doch mal. Das ist ja schlimm, wenn er abhaut. Oder wartet er? Nee, der wartet. Okay. Also kann man in Ruhe kämpfen? Ja. Oha, was ist denn hier passiert? Das ist alles irgendwie so blutig. Ja. Bär. Ein verseuchter Bär. Na, kuckelt es sich gut? Ist das echt Blut? Ich würde sagen, ja. Oh, da kommt jetzt was. Oh, eine große Made. Eine richtige fette Speckmade. Ja, sehr cool. Er ist weitergelaufen. Wo ist er hin? Die Helme sind alt, von mächtigen Hieben verbeult und mit getrocknetem Blut befleckt. Ja gut, der Konflikt zwischen den beiden kommt Lilith ja zugute, ne? Ja. Oha. Stufenaufstieg. Sehr gut. Ja, du auch, GZ.
Ja. 24 schon. Die verwesende Leiche ist mit Klauenspuren übersät. Auf der Brust des gefallenen Ritters steht ein einziges Wort. Eindringling. Eindringling. Der Wolf ist oben. Boah, er sieht ja richtig fies aus. Ja, Blut. Oha. Nathane? Was? Wer? Wer seid ihr? Ihr stinkt nach Dohnen. Aber er ist nicht hier. Feigling. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist, den Dämon zu finden. Und ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Gitti, 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 git. Oha. Schön, dass der Wolfi mit dabei ist. Nach Norden heißt es. Okay. Achso, man kann ja gar nicht. Ja, manchmal sind hier aber auch Sachen. Manchmal sind hier Sachen. Aber diesmal nicht. Na, Ratte. Oh, super. Für den Erfolg. Knusprige Ratte ist doch gut. Ja. Okay, einmal Richtung Norden. Da bin ich mal gespannt. Gegner halten gut weiter aus. Aber ich finde das super, wie sie alle platzen. Ja. Mach mal, wir sind schon ein gutes Team. Ja, das auf jeden Fall. Das ist das beste Team. Hier ist noch Erdbrocken. Oh, ein roher Diamant. Ja, alles gut. Davon gibt es so viele. Blut. Es muss einen Weg geben, sie aufzuheben. Okay. Achso, jetzt müssen wir erst... Ah, ich sehe schon. Ja. Wir müssen erst die... Oh, da ist ein Schrein. Der Schrein der Gier.
Mehr Gold! Für alle. Der war gut. Ah, Terrorwolf. Was hast du vor? Wieder so eine... Ja, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja, ja. Ich finde die stillen Truhen ehrlich gesagt so und so total doof, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich hab da... Ja, bisher habe ich noch nie was Wertvolles rausgekriegt. Genau das. Also selbst im High-End-Level-Bereich, sag ich mal. Schon wieder kein Mana. Snake. Bah. Aber das ist so eklig. Das ist so eklig. Ja, aber auch irgendwie total cool, weil das erinnert mich halt so voll noch an die alten düsteren Diablo 2 Tage. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, auch wenn es eklig ist. Schaden über Zeit. Fähigkeit für alle Beherrschung mit Dornen. Das ist natürlich interessant. Aber gut, meine werten Ladies and Gentlemen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.